Habt ihr eigentlich gewusst, dass Insider-Trading echt profitabel sein kann? Da gibt es nur ein kleines Problem. Stellt euch vor, ihr arbeitet bei einem Unternehmen und wisst vor der Öffentlichkeit, dass diese Firma sehr bald das Zeitige segnen wird. Also verkauft ihr natürlich, bevor das Ganze offiziell angekündigt wird, alle eure Aktien, die ihr von dem Unternehmen habt und geht vielleicht sogar noch short auf die Aktie, also setzt auf fallende Kurse und macht dann easy Profit. Nur wäre das Ganze natürlich etwas unfair und halt auch illegal und nennt sich Insiderhandel. Hier also drei Dinge darüber. Zum Insiderhandel gehören natürlich auch Insider-Informationen, also Informationen über ein börsennotiertes Unternehmen, die noch nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind und die, falls sie dann mal an die Öffentlichkeit gehen, den Kurs der Aktie ziemlich sicher beeinflussen würden. Also das sind zum Beispiel Infos über die geplante Übernahme eines anderen Unternehmens, Personalveränderungen oder Insolvenzanträge. Insider ist man übrigens ab dem Zeitpunkt, ab dem man von kursrelevanten Infos weiß, die die Öffentlichkeit eben noch nicht kennt. Man unterscheidet übrigens zwischen Primär- und Sekundär-Insidern. Primär, das wäre zum Beispiel der CEO eines Unternehmens. Sekundär sind Personen, die nicht beim Unternehmen selbst arbeiten, aber trotzdem Insider-Infos haben. Also so als CEO kurz bei den Schwiegereltern durchklingeln und sagen, wisst ihr noch die Aktie, die ich euch letztes Jahr zu Weihnachten empfohlen habe? Also ich an eurer Stelle würde die ganz schnell wieder verkaufen. Das könnte unter Umständen zu Problemen führen. Führungskräfte müssen übrigens Käufe und Verkäufe von Aktien ihres eigenen Unternehmens immer melden. Im Grunde funktioniert der Insiderhandel also erschreckend einfach. Man braucht halt nur die richtigen Infos. Und übrigens gibt es den Insiderhandel schon genauso lange, wie es Aktien selbst gibt. Ein ziemlich junges Beispiel, von dem ihr wahrscheinlich schon gehört habt, ist der Wirecard-Skandal, bei dem der damalige Chef des Unternehmens Wirecard-Aktien für mehrere Millionen Euro verkauft hat. Also einen Tag, bevor der Insolvenzantrag eingereicht worden ist. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. Nächstes Thema gerne in die Kommentare.